Ja, moin zusammen bei der neuen Folge von Betreutes Schrauben. Heute machen wir mal so eine Minimal-Bastelaktion. Das heißt, der Michael ist hier mit seiner GS und hat hier Fußrasten mitgebracht. Kann man entweder im Offroad-Modus fahren, also mit ohne Gummi oder halt mit, falls man es ein bisschen sicherer haben muss. Die machen wir heute mal dran. Das sollte eigentlich kein großer Akt sein. Es ist hier noch von SMOTEC dabei gewesen, irgendwie so eine Wurst hier in Plastik. Das müssten eigentlich diese Adapter sein, die hier reinkommen, weil die SMOTEC Teile haben quasi hier nur zwei Löcher. Das heißt, ich brauche hier noch irgendeine Adapterplatte, damit das hier an die Original-BMW-Aufnahme dran geht. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute mal an. Ja, wir fangen mal auf der rechten Seite hier an. In der Anleitung steht, dass man diese Bolzen und die Sicherungsscheibe, mit dem der Bolzen hier quasi diesen Träger hier hält, beziehungsweise hier ist die Fußraste ja ein Teil, die soll man wiederverwenden. Es gibt Sicherungsringe, da gibt es eine Sicherungsringzange für und es gibt eben diese Sicherungsscheiben. Bei den Sicherungsscheiben ist es so, da muss man hier mit dem Schraubendreher mal reingehen und die vorsichtig rausziehen. Na, habe ich jetzt hier in der Hand. Das heißt, die haben keine Löcher. Na, die haben hier nur oben so eine Aussparung und in diese Aussparung kommt man hier mit einem kleinen Schraubendreher rein. Dann kann man die einfach hier von dieser Welle ziehen. Vorsicht, gut weglegen, dass es nicht wegkommt. Das ist natürlich jetzt hier gegen Federspannung gesichert. Ne? Die federt ja die Raste. Und das heißt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das hier rauszukriegen. Jetzt ist es raus. Ziehen wir uns die Raste hier einfach mal raus. So, jetzt haben wir die Raste hier in der Hand, also die alte Raste. Die Feder brauchen wir wieder. Das ist die alte Raste, die legen wir uns mal ganz weit weg, weil die wollen wir jetzt nicht mehr haben. Wo wir gerade schon dabei sind, können wir natürlich auch mal ein bisschen hier sauber machen. Ich meine, das wird natürlich irgendwann wieder schmutzig, aber jetzt, wo wir gerade mal da sind, machen wir uns das hier mal ein bisschen sauber. Diese Hülse hier von der Originalfußraste, das ist was, was nicht wiederverwendet wird. Da hat SWMOTEC quasi hier eine neue, ich werde aus der Tüte hier holen, einen neuen Spacer mitgegeben. Der ist kleiner als der originale. Das liegt einfach an der Bauart der Fußraste. Der muss quasi hier rein. Ja, das ist jetzt quasi das Adapterstück. Ne? Hier schön aus dem Vollen gefräst. Hier steht A71R drauf. Also R für rechts. Jetzt sieht man das hier in der Anleitung. Ich hoffe, man sieht es überhaupt wegen dem Weißabgleich. Sonst mache ich noch ein Foto davon. Ne, muss man hier quasi. Ja, warte mal, das ist hier so. Genau. Ne, jetzt steht hier originale Ausgleichsscheibe verwenden. Ausgleichsscheibe habe ich jetzt irgendwie keine gesehen. Wir probieren jetzt einfach mal, ne, hier Nummer 9. Nummer 9 ist quasi hier diese Distanzbuchse. Das heißt, die Distanzbuchse muss mit der Feder, ne, das heißt, die kommt hier rein und kommt mit der Feder. Ja, wie war es jetzt? Muss mit der Feder hier quasi rein. Hier muss ja die Raste dran. Das heißt, es muss ja so irgendwie sitzen. Ja, wie war das mit der Feder? Das ist eine gute Frage. Also ich sehe es jetzt auf dem Bild hier leider nicht, wie das mit der Feder funktionieren soll. Michael, kannst du vielleicht mal auf der anderen Seite gucken irgendwie? Ja, es ist halt immer blöd. Man baut es dann auseinander und dann auf einmal. Ich kenne das Problem. Ja, du kennst das Problem. Ja, ich kenne das Problem auch. Der Jetzt. Haken von der Feder fast in das kleine Dreieck, in der Viereck hin drin. Pass auf. Ja, warte mal, dann müssen wir nochmal die Raste hier gucken. Hier, oder Wo was? hast du die? Hier, das ist die alte Raste. Ah, da. So. Okay. So sehe ich das hier drüben. Ja, vielen Dank. Dann Ich schaue aber nochmal durch. da, okay. Oh, das ist aber dann ganz schön unter Spannung hier. Da müssen wir mal Ja, gucken, ob wir das. doch. Obwohl, Ja. nein, der Haken geht. Guck mal, komm mal Ja, rüber. ich komme mal kurz rüber. Ja. Ohne Haken packt da rein. Ohne Der Haken Haken packt ist da hier. rein. Der Haken packt oben. Alles Genau. klar. So. Ja, okay. Dann schaue ich mal, ob ich das spiegelverkehrt wieder auf den Pin bekomme. Also ohne Haken, also ne. Was der Michael meinte, Haken ist, also wir haben ja an der Feder quasi zwei Enden. Ne? Einer ist quasi mit so einem 90-Grad-Haken und einer ist quasi straight gerade hier. Ne? Und das mit ohne, ne? Das greift quasi So. hier rein. Ja, genau. So, also so. Genau. Gut, dass wir die andere Raste noch nicht abgemacht haben, Michael. Ne? Das ist jetzt wirklich Ich kenne das praktisch. von der Ja, Arthrose. so. Ja.
Das ist natürlich, warte mal, so ja, rum so. Oder so rum? So rum, so rum. Ne? Dieser Diamant hier, ne, da kommt später quasi die Fußraste drauf. Das heißt, dieser Diamant muss gerade stehen. Ne? Hier, wir haben jetzt hier auch noch die Möglichkeit, das in der Höhe zu variieren. Das probieren wir gleich mal aus. Dann zeigen wir auch mal, wie das hier mit der Bremse funktioniert. Das heißt, das sind hier ungefähr, weiß nicht, 10 mm oder was, die es hier weiter nach unten geht. Das heißt, es muss quasi in dieser Orientierung hier rein. So, und jetzt kommt der Trick mit der Feder. Das heißt, die Feder greift hier oben auf. Boah, das ist aber ganz schön. Ja, ja, das steht auch. Da ist aber Druck dahinter, du. Ja, ist ja auch. So, jetzt sollen wir das Originalteil wieder verwenden hier. So. Deswegen auch die Distanz schreiben. Ja, aber das kann hier so nicht funktionieren. Ne? Also das muss ja dann irgendwie da drin sitzen, die Feder. Ne? Oder warte mal, oder? Nee, doch, klar. Ja, aber das ist ganz schön lang, ne? Ja, ja, das ist ganz schön lang. Das sehe ich wohl auch so. Aber es war doch drüben genauso, oder nicht? Ja, ja. Aber es ist wirklich ganz schön lang, das, ne? Nee, das ist. Aber letzten Endes, es tut das, was es soll. Ja, oder ist es eine Federumdrehung zu wenig? Tust dir weh. Tust dir weh, ne? Ja, das geht so nicht. Ja, Federumdrehung. Das kann eigentlich auch nicht sein, nee, ne? Das kann nicht Weil sein. Aber wie soll es anders gehen? Nee. Lass uns die alte Raste nochmal hernehmen hier. Da ist mit die original dem, ist das die Distanz? Ist die fest? Ist fest. Die ist fest. Nee, die ist nicht fest. Ha. Nee, die ist fest gebappt. Muss mal eine Rohrtang dabei. Ich meine, die ist nur. Ja, genau. Okay, gut. Man kann sie abnehmen. Ne? Das heißt, das ist die originale. Weil SW Motech hat hier welche beigelegt. Ne? Das sind natürlich jetzt, die sind natürlich nicht so schön. Das sind ganz normale Standard verzinkte Unterlegscheiben. Das soll man natürlich dann nicht machen. Die war ja an der Raste dran. Das heißt, die muss ja auch dann, die kommt ja dann hier drauf. Ne? Also das heißt, die kommt hier drauf. Ne? Und dann, dass der Diamant wieder gerade steht hier. Genau, dann wird das auch passen. Genau, aber was ist mit der Feder jetzt? Das würde mich mal interessieren. Weil wenn wir das so machen, wie das auf der anderen Seite ist. Aber. So rum? Nee, wie? Muss so rum. Es muss schon so rum. Ja, so. Genau. Meine, ja, es muss schon ja, so. Ja. Aber wenn du es da durchsteckst, ich meine, es wird ja nicht kürzer hier auf der Seite, ne? Das ist das Problem. Nee. Wir gucken uns das in Ruhe nochmal an und dann sagen wir gleich mal, wie wir das gemacht haben. Das dauert das ja wieder Stunden. Ja, also alleine macht das keinen Spaß. Schön, dass der Micha dabei ist. Ich meine, ist ja auch sein Moped, ne? Kann ja auch mal ein bisschen mit anpacken. Wir haben das ja eben gesehen, ne? Wenn die Feder, also hier in der Anleitung steht, achten Sie darauf, die Anbauteile genau wie bei den originalen Fußrasten zu verbauen. Wenn man das macht, dann hat man hier quasi die Federseite mit dem 90 Grad Abknicker am Ende. Das ist Quatsch. Das kommt so weit hier hoch, da läuft man Gefahr, sich dann den Stiefel aufzuschlitzen oder was auch immer. Das hier ist immer noch zu lang. Michael sagte gerade, man könnte da jetzt irgendwie ein Hütchen drauf machen oder das feilen. Das würde ich auch empfehlen, damit das einfach mal ein bisschen entschärft wird hier. Aber wie gesagt, die Feder bitte andersrum einbauen, weil es bringt nichts. Ja, wenn ihr die Feder mit dem langen Ende hier einbaut, dann kommt das hier so weit raus, das müsst ihr dann irgendwie abknipsen oder was auch immer. Ne? Wichtig ist, dass dieser Zweck hier erfüllt wird. Ja, die Fußraste ist federnd gelagert, sie geht nach oben und sie geht wieder nach unten. Perfekt. Wir haben jetzt hier in einer kleinen Würgerei hier auch diesen Bolzen wieder durchgesteckt bekommen. Jetzt nehmen wir uns unsere Sicherungsscheibe hier wieder her und setzen die hier wieder drauf. Ja, dafür gibt es ja hier eine Nut. Gucken, ob das hier so funktioniert mit der Hände. Ich glaube, mit der Hände klappt das nicht. Doch, mit der Hände klappt das. Ja, sieh schon. Heute klappt das mit der Hände. So, ne, das heißt, wir haben das jetzt unten wieder gesichert und jetzt ist das hier federnd gelagert. Das ist klasse. So, Michael, wolltest du jetzt versetzt oder nicht? Wir machen mal versetzt jetzt. Ne? So, hier sind noch so Käppchen dabei. Das sind so diese, weiß ich nicht, Angstnippel-Käppchen. Die macht man hier einfach rein und dann ist das fertig. Das heißt, wir machen es jetzt nach unten, ne? Ja, so. Die sind aber schön. Ich mag die. So, was jetzt soll da noch eine Scheibe dazwischen, die Nummer 7. Ach, das sind die großen Unterlegscheiben, von denen ich eben hier sprach. Das sind die Scheiben, die jetzt quasi hier noch dazwischen kommen. Ist die Frage. Die Schraube ist eigentlich ein bisschen lang. Vorher anfangen hier zu schrauben, sonst klappt es nicht. Loctite haben sie geschrieben. Micha, wir machen Loctite da noch drauf, ne? Ja, ja. Ja, 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 natürlich.
Ja, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Schraubensicherung mittelfest hier drauf. Ne, weil short ja nichts. Ne, weil ich meine, ist halt ein Boxer, der wackelt ein bisschen mehr als ein rein Vierzylinder. Bin ich ja von meiner Suzuki da schwer verwöhnt. Zumachen, sonst trocknet es aus. Muss ja nicht viel sein. Ne? So. Wie gesagt, von außen anfangen zu schrauben, weil die Schraube ist sonst zu lang. So. So, jetzt achtet drauf. So, die rastet hier automatisch ein. So, schöne Diamantvorrichtung hier. Steht da, man soll sie mit Drehmoment anziehen. Wie soll ich denn mit Drehmoment rankommen? Ja, oder? Kann ich mir gerade nicht so ganz verklären. Was ist da, 12 oder 13? 13 ist es. So. Ja, nach fest kommt ab, ne? Machen wir lieber fest statt ab, ne? Ja, mit Schraubensicherung hier dran, ne? Also, tipptopp. Wollen wir die Tatze direkt drauf machen hier? Oder, ne? Weil das, wir wollen jetzt hier nicht den Offroad-Betrieb hier irgendwie. Da sind jetzt noch extra Säckchen Schrauben dabei. Das ist M6 mit einer Unterlegscheibe. Geht hier auch. Achso, da wollten wir auch Schraubensicherung dran machen. Steht in der Anleitung, machen Sie bitte überall Schraubensicherung dran. Vertrauen wir dem Hersteller jetzt einfach mal, dass er sich da was gedacht hat. Bitte? Bremse brauchst du nicht verstellen. Genau, Michael und ich hatten nämlich eben nochmal in der Pause mal geschaut, wie das denn ist mit der Bremse. Weil logischerweise, wenn die Fußraste weiter nach unten kommt, hast du natürlich die Bremse weiter oben vorne. Ne? Ja, muss man im Fahrbetrieb testen, Michael, würde ich sagen. Weil das sieht man dann einfach. Ne? So, was ist das jetzt hier? 10? Das ist 10. Wie gesagt, machen wir es jetzt auch nur handwarm fest, weil wir haben es ja mit Loctite schon gesichert. Was habe ich am Anfang des Videos gesagt? Ein Minimalschrauber-Video. Es gibt gar keine Minimalschrauber-Videos. Gibt es nicht. Das ist gelogen. So, jetzt ist die Tatze hier drauf. Also ich finde, es sieht gut aus. Schick. Ja, ist deutlich solider. Ne? Mehr Abstellfläche für den Stiefel hier. Du musst das im Fahrbetrieb testen. Ne? Normalerweise ist der Stiefel ja so ein bisschen angewinkelt. Ne? Das heißt, wir müssen mal gucken. Du bist ja eh schon ein bisschen höher, ne, als vorhin. Die ist schon höher als vorhin, genau. Das das testest du einfach, sonst stell mir das noch nach. Ja, ja, ne? Das sieht gut aus. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das für die andere Seite jetzt noch zeigen soll. Finde ich verschwendete Zeit. Ne? Letzten Endes sollte das hier nur so ein Quick and Dirty werden. Also wie gesagt, denkt dran, dass die Feder andersrum reinkommt, entgegen der Anleitung. Ne? Weil sonst habt ihr hier die Feder überstehen und die müsstet ihr euch dann irgendwie noch abknipsen oder so. Also das passt deutlich schlechter als so hier. So passt es deutlich besser. Na, ich mache jetzt die andere Seite noch fertig und dann gibt es da noch ein Fazit zu, wie das funktioniert hat. So, wir haben die zweite Seite auch gemacht. Also Michael hat die zweite Seite quasi selber gemacht. Und wo man da drauf achten muss, man muss auf jeden Fall den Schalthebel abnehmen. Das ist so ein Außentorx. Ich glaube, es nennt sich irgendwie E8 oder so. Wir hatten jetzt irgendwie ein E10 da. Der passte auch. Es sind keine großen Drehmomente. Kann, wenn man da vorsichtig ist, nicht viel kaputt gehen. Aber man muss den Schalthebel abnehmen. Man muss den Schalthebel ohnehin abnehmen, wenn man die Fußraste nach unten versetzt anbaut. Weil ich diese 10 mm, die ich da in die Fußraste weiter unten habe, natürlich mit dem Hebel links überbrücken muss. Also er muss dann weiter runter. Das heißt, ich muss den eh abnehmen. Das heißt, nehmt euch den Hebel ab, schiebt das Schaltgestänge ein bisschen nach innen. Ihr kommt sonst mit dem Bolzen, der die Fußraste hält, nicht daran vorbei. Ne, das müsst ihr sowieso machen. Und sonst ist es eben auf der linken Seite genauso wie auf der rechten Seite. Ne, hat alles ein paar Tücken. Wir haben die Feder auf der anderen Seite auch wieder falsch rum eingebaut, also entgegen der Montageanleitung von SW Motech. Aber liegt einfach daran, dass es dann ungefährlicher ist und die Feder hier weniger weit raussteht. Ja, also wenn es irgendwann hilft, freue ich mich natürlich. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachschrauben oder beim Nachgucken, wie das funktioniert im Detail. Und sag einfach mal bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.